Hallo ihr Lieben, diese Woche fragt Heidi aus Bischofshofen. Liebe Melanie, Weihnachten und das große Festessen steht bevor. Hast du ein paar Tipps für mich, was ich gegen das Völlegefühl machen kann? Liebe Grüße aus Bischofshofen. Liebe Heidi, da kann man natürlich was machen. Es gibt quasi einen ganz natürlichen und alkoholfreien Digestif und das ist ein Tee zu gleichen Teilen aus Kümmel, Fenchel und Anis. Diese drei Kräuter bewirken, dass der Magen- und Darmtrakt gut verdauen kann, dass er aber dabei nicht verkrampft und dass sich keine Blähungen bilden. Manche von Ihnen kennen das vielleicht schon, man nennt ihn auch Drei-Winde-Tee. Er wird auch gerne in der Stillzeit getrunken, damit eben auch die Babys keine Bauchschmerzen bekommen. Und diesen Tee kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn man keinen Teebeutel nimmt, sondern zu gleichen Teilen das in der Apotheke mischen lässt, nimmt man einfach einen gehäuften Teelöffel pro Tasse, überbrüht es mit kochendem Wasser und lässt es zugedeckt 7 Minuten ziehen. Und dann einfach nach dem Essen genießen und den Abend dann entsprechend schön ausklingen lassen, ohne Bauchschmerzen danach zu haben. Ich wünsche wunderschöne Festtage und freue mich wieder auf nächste Woche. Alles Liebe, eure Melanie Wenzel.